Robert Sesselmann, der erste AfD-Landrat Deutschlands, macht Bekanntschaft mit dem Presserecht. Gleichzeitig beweist die CSU, dass sie von Recht nur recht wenig hält und spricht nun öffentlich davon, dass man ja auch das Völkerrecht brechen könnte. Der Verband der Schriftsteller will keine AfD-Mitglieder in ihren Reihen haben. Und dafür geht die Alternative für Deutschland nun wohl einen eigenen Weg in Europa und plant eine eigene Fraktion im EU-Parlament mit einem Namen, der dümmer in meinen Augen kaum sein könnte. Und der deutsche Zoll hat wohl mit seiner Unfähigkeit Peter Bistron geholfen. Reden wir drüber. Und wir starten natürlich auch direkt passend zur EM in Europa. Dort will die AfD nämlich nach ihrem Rauswurf aus der ID-Fraktion einen eigenen Club aufbauen. Oder besser, eine eigene Fraktion. Dies wurde bekannt, nachdem die AfD beim Parlament einen Tagungsraum für 100 Personen und Catering zum Ziel einer konstituierenden Sitzung einer neuen Fraktion per Mail gebucht hatte. Laut Spiegel könnten pro-russische Rechtsaußenparteien aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Polen da mitmachen. Damit bekäme das EU-Parlament eine weitere rechte Fraktion nach der ID und der EKR. Beide etablierten Fraktionen lehnten zuvor öffentlich eine Zusammenarbeit mit der AfD eben ab. Und jetzt sagt die AfD, dann machen wir uns einen eigenen Bums. Und Wladimir Putin wird es natürlich freuen. Und euch wird es freuen, wenn ich euch sage, dass die Fraktion die Souveränisten heißen soll. Cool, oder? Zum Bruch mit den anderen rechten Fraktionen kam es aber vor allem wegen Max Krah und Peter Bistron. Beide stehen im Verdacht, sich von Russland bzw. von Russland und China gekauft haben zu lassen. Krah relativierte zudem vor der EU-Wahl die Verbrechen der SS, was der AfD auch keine Pluspunkte eingebracht hat. Aktuell laufen die Ermittlungen gegen Krah und Bistron eben weiter. Aber es dürfte hier jetzt bald Probleme geben, denn beide Politiker sind wieder ins EU-Parlament gewählt worden und genießen daher jetzt dann wieder politische Immunität frisch. Diese müsste erst wieder aufgehoben werden, was jedoch ja, recht lange dauern kann. Und da ist die Meldung, dass der Zoll über ein Jahr gebraucht hat, eine Verdachtsmeldung gegen Peter Bistron an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, ja, good news, oder? Dort gibt es nämlich beim Zoll die FIU, die Financial Intelligence Unit. Leider war die aber alles andere, als der Name vermuten lässt, intelligent. Denn Peter Bistron zahlte im März 2023 auf ein eigentlich totes Bankkonto seiner Firma 30.000 Euro ein und hob das Geld am gleichen Tag wieder ab. Dies löste bei seiner Bank, der Targo Bank, einen Alarm aus, weil so ein Vorgang natürlich extrem nach Geldwäsche stinkt. Also meldete die Targo Bank pflichtgemäß diesen Vorfall bei der FIU, die sich darum kümmern muss. Und dort blieb dieser Hinweis dann mehr als ein Jahr einfach unbearbeitet liegen. Laut Spiegel reagierte die Behörde erst, als in den Medien über die Vorwürfe gegen Peter Bistron berichtet wurde. Und das ist dann wohl so, als wenn jemand am Schreibtisch sitzt, seinen Kaffee gerade schlürft und sich dann denkt, oh shit, oh shit, oh shit. Auf Nachfrage des ZDF, wie es zur Verspätung bei der FIU kommen konnte, antwortete die Abteilung des Zolls, die 2017 skandalgeplagt vom BKA abgezogen wurde, dass man jährlich gut 320.000 Meldungen erhalte und davon halt 80.000 weiterleite. Oder anders gesagt, Freunde, Geldwäsche in Deutschland ist scheinbar ein Verbrechen, welches nur mit viel Pech verfolgt wird. Nur ein Viertel aller Meldungen geht überhaupt an die Staatsanwaltschaften. Ja. Aber wisst ihr, wer uns wirklich auf der Tasche liegt? Arbeitslose Flüchtlinge aus der Ukraine, Ziffix. Und weil die hier Bürgergeld bekommen, will der CSU-Landesgruppenchef in Berlin und einer der schlimmsten Verkehrsminister, die die Bundesrepublik Deutschland je erlebt hat, Alexander Dobrindt, diese jetzt zurück in den Krieg abschieben. Für die CSU ist die Westukraine sicher genug, um die Menschen, die halt hier nicht arbeiten, dahin abzuschieben. Aber das sieht eben halt auch nur die CSU und vielleicht noch die AfD so. Denn auch die Westukraine wird halt immer wieder Ziel von Raketen und Drohnenangriffen der Russen, die neben ziviler Infrastruktur auch Bevölkerungszentren beschießen. Oft werden diese Angriffe aber inzwischen abgewehrt, da die Ukraine im Hinterland ja auch dank Unterstützung der westlichen Geberländer wie eben Deutschland eine einigermaßen erfolgreiche Luftabwehr hat. Perfekt ist das aber alles eben auch nicht und es kommt immer wieder zu Opfern. Und hier greift ja dann eigentlich die Genfer Flüchtlingskonvention. Und diese ist eben auch in deutsches Recht gegossen worden. Und zwar in den Paragraph 60 des Aufenthaltsgesetzes. Dort heißt es, niemand darf in ein Land abgeschoben werden, wo ihm Gefahr für Leib, Leben und Freiheit droht. Aber hängen wir den Wahnsinn der CSU jetzt mal nicht so hoch. Ist einfach nur dämlich und gesetzeswidrig, aber es ist halt die CSU. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum macht Dobrindt das?
Der Mann, der vielleicht von Defeat Devices bei VW wusste und dem Konzern womöglich half, die Öffentlichkeit zu belügen. Der Mann, der die Ausländermaut gegen den Widerstand seiner eigenen Fraktion in Europa erdacht und auf den Weg gebracht hat und damit an Andi Scheuer auch noch geholfen hat, komplett und final damit baden zu gehen. Dieser Mann, der Herr Dobrindt, ist sicherlich kein Musterbeispiel eines ehrlichen und guten Politikers, wenn wir mal ganz kritisch sind. Aber er weiß halt auch, was er tut. Und Dobrindt, Freunde, ist von der CSU Bayern. Und wenn er jetzt populistisch ein neues Wir gegen die Thema aufmacht, gegen die ukrainischen Flüchtlinge, gegen die Ukrainer, dann will er natürlich vor allem Wähler im Osten ansprechen, die eben aktuell stark zur rechtsextremen und prorussischen AfD tendieren. Die Union hofft so, rechte Wähler ansprechen zu können, auch doch jederzeit sagen zu können, ja, wir waren das doch gar nicht. Das waren ja die besoffenen Bayern da. Also können wir ja nichts dafür. Hier spielen die christlichen Parteien im Bundestag eben ein, in meinen Augen, menschenverachtendes und verlorenes Spiel. Gut nur, dass nicht alle gegenüber solchen Spielchen so offen sind wie die Menschen, die das Christentum im Namen vor sich hertragen. Also namentlich die Union, die C-Parteien. So hat nämlich jetzt der Schriftstellerverband PEN im Rahmen seines Jubiläumsjahres klargemacht, dass man keine AfD-Mitglieder in den eigenen Reihen haben will. Das verabschiedete der Verein einstimmig. Hintergrund ist, dass die Satzung von PEN seine Mitglieder verpflichtet, ihren Einfluss für gegenseitige Achtung der Nationen und gegen Hass einzusetzen. Das ist also jetzt sowas wie die Feststellung, dass das Ideal von PEN unvereinbar ist mit der AfD. Das ist ja auch eine Aussage, oder? Was wohl Robert Sesselmann dazu sagen würde? Schwer zu sagen. Denn dieser hat bis Ende letzter Woche einen Rechtsstreit mit dem Spiegel geführt, weil er die Fragen der Journalisten nicht beantworten wollte. Oder es zumindest nur bruchstückhaft und ausweichend getan hat. Jedoch gibt es in Deutschland und eben auch in allen Bundesländern, auch in den neuen Bundesländern, das Presserecht. Und dieses sagt klar, dass öffentliche Stellen der Presse Auskunft erteilen müssen, damit Journalisten ihrer Arbeit nachgehen können. Und ein Landrat ist, Überraschung, Überraschung, eine öffentliche Stelle. Hier kollidiert also mal wieder der Kampf der AfD mit der freien Presse und mit dem deutschen Recht. Und so kam es jetzt zum Prozess zwischen Landrat und Spiegel am Verwaltungsgericht Meiningen. Und da hat Sesselmann jetzt verloren und muss 15 an ihn gestellte Presseanfragen vollständig beantworten. Willkommen in der Realität, Robert. Und generell reagiert Sesselmann jetzt ein Jahr in Sonneberg. Und wir haben darüber ja schon ein Video gemacht. Aber um es kurz zu halten. Der Landkreis hat extrem Geldsorgen und Sesselmann, der mit Europa- und Bundesthemen Kommunalwahlkampf geführt hat, hat dafür jetzt keine Lösungen. Sesselmann kann quasi nur verwalten, nicht handeln. So wollte der Landrat ein Projekt zur Demokratieförderung aus Spargründen, wie er betonte, abschaffen. Scheiterte damit aber sogar schon im Kreisrat. Und wie das ZDF aus Sonneberg berichtet, wird Sesselmann eben auch von den anderen Fraktionen in seinem Kreistag richtig stark kritisiert. Weil er nämlich nur recht selten im Landkreis sei. Aber dafür halt auf AfD-Veranstaltungen in der ganzen Republik. Aber, kein Problem, auch ohne Robert läuft es im Kreis Sonneberg. So nahm dort laut Thüringer Opferberatungsstelle ESRA rechtsmotivierte Verbrechen extrem zu. Im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 500%. 500. Diese Zahl dürfte aber halt jetzt auch nicht so in die Polizeistatistiken eingehen. Da, so ESRA, viele Betroffene aus Angst vor weiteren Übergriffen keine Anzeige erstatten. Ist das nicht aufbauend und motivierend? Ja, so viel in aller Kürze. Danke für euer Interesse an meiner Arbeit. Und wenn du noch kein Teil in dieser Community bist, kannst du das mit einem Klick auf den Abo-Button jederzeit werden. Geil, oder? So einfach. Und ihr wisst, Support über PayPal oder hier auf YouTube ist natürlich eine große Hilfe. Und bevor ihr geht, möchte ich euch noch dieses Video ins Herz legen. Nicht hier, da. In diesem reden wir über die politischen Realitäten und die AfD, die das einfach nicht verstehen will. Genau wie die Wähler der AfD. Macht halt auch Mut für unsere Demokratie, oder? Aber hey Leute, wir bleiben am Ball. Also, bleibt untot. Wir sehen uns bald wieder. Euer Wolfi.